Ja, Overwatch 2, oder? Ich will den Battle Pass noch voll kriegen. Auf geht's. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs. Wir sind gleich als Heiler drin in der Schnellsuche. Ich kenne das Spiel doch. Und ich gucke gerade, was wir machen müssen. Für mindestens 3 Stück. Gewinne ein Spiel. Ja gut, das müssen wir mal gucken. Oh, also, so viele Dinge, die man so passiv nebenbei macht, ne? Defense. Ha, Kiriko ist, glaube ich, nicht die beste Wahl jetzt in dem Fall. Ich bin mir nicht so sicher. Nee, mal Kiriko. Nicht sie mag. Sonst hätte ich eigentlich Mercy genommen. Mercy ist schon gepickt. Ist okay. Wenn wir eine gute Mercy im Team haben, bums, ab geht's. Aber das kann ich natürlich nicht. Ich vertraue hier auf Satoria. Die Satoria wird es richten. Bin ganz zuversichtlich. Genau. Da vorne haben wir noch einen, der ist schon ziemlich schnell unterwegs hier. Einen Doomfist. Die Reichweite ist auch begrenzt. Naja, man hat nicht immer so... Ich müsste eigentlich noch... Warum gibt es keinen? Ja, wahrscheinlich, weil sie keine Kooperation mit Marvel haben. Aber warum gibt es keinen Doomfist-Skin für ihn? Würde so ein bisschen passen. Ah ja, gut, Black Panther hat auch nicht nur eine Faust, aber... Ich weiß doch, gleich kommt einer und snipert mich. Da flog der Schuss an mir vorbei. Habe ich Glück gehabt, ey. Wäre ich gestorben, wäre ich selbst schuld gewesen. Meine Aufgabe ist es, unseren Tank heilen. Und die Heiler, die anderen Heiler heilen. Doomfist, was tust du? Bleib hier! Ich höre Schritte. Schritte, die hinter mir sind. Doomfist! Oh, ob ich die erwische? Nein. Too much. Oh, Doomfist, das... Nee. Jetzt müssen wir zurück. Wir haben keinen Tank mehr. Ah ja, okay, dann mache ich halt Damage. Okay, mach die an, lass die anderen wieder, verstärk die anderen wieder. Oh, sehr schöner Ulti, sehr schöner Ulti. Schöner Ulti, so muss das sein. Ah, ich mag es, wenn sie japanisch auspackt, die Kiriko. Da hat mich Blizzard voll abgeholt. Eine japanische Fuchsheldin. Da haben sie mich. Der dann noch japanisch auspackt, da haben sie mich. Aua. Wie kommt mir denn die wieder zurückdrängen? Also ich freue mich, aber... I don't know, wie wir das geschafft haben. Komm. Schmeiß mal Ulti an, weil... Ja, ich kann aufheben für harte Zeiten, aber der lädt ja dann gleich wieder auf. Also. Nein. Aua. Ja, unser Doomfist ist okay. Also der macht einen guten Job hier. Thank you.
Mercy, Mercy. Ich würde sagen, das ist nicht unserer, der Ulti da gerade schreit. Leichter Rückzug. Kannst du ihn aufheben? Ja, sehr gut, sehr gut. Das war wichtig. Das war wichtig. Das ist schon fies, ne? Oh, der springt gerade irgendwo rein. Oh, der war gut. Sie verstärkt ihn, ich heile ihn. Das ist schon fies. I love it. Schöne Runde. Sogar ein bisschen mit Damage machen. Und dann heilen wir ihn sogar beide. Das ist schon richtig derb. Im Hintergrund haben wir da noch eine Fahrer, die haut auch nochmal ordentlich raus. Oh, Doomfist, Doomfist, Doomfist. Nee. Nee, Doomfist, nee, Doomfist. Nein, 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 ich kann nirgends wohin blinken. Da war ein Reinhardt-Hammer in meiner Fresse. Ich stand saudämlich. Ah, vielleicht schaffen wir es. Nee, jetzt pushen sie. Ach, schade, wir wollten so viel. Wir hätten es schon schaffen können. Wir wollten zu viel. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Du sollst bei mir bleiben. Wo kann ich dich noch nicht heilen? Gut, der Vorteil ist, wenn wir sie einmal wegpushen, war es das, ne? Ja, ja. Das ist halt der Vorteil. Also wenn halt Overtime ist, dann dürfen sie sich nicht wegbewegen. Das ist halt schwer. Ja, und einmal weggepusht. Also hier, die Mercy war top. Die waren eigentlich alle gut. Aber der Doomfist, der hat auch Spaß gemacht hier, muss man wirklich sagen. Ah, die haben von oben, also unsere Damage-Dealer waren auch on point. Muss man sagen, ja. Farah hat auch rausgeschossen, was ging. Schöne erste Runde. Und 75 im Battle Pass. So muss das sein. Was haben wir denn abgeschlossen? Der erste Sieg des Tages. Beide sind wir noch dabei. So, 100 Eliminierungen. Ja, wow, das dauert. Oh, das sind scheiß Dailies heute. Ursache einen Teamkill. Ich muss einen Teamkill mit verursachen. Angriff. Angriff bei hier. Ja, Was nimmt denn mein Hyperheiler? Hans-Peter, bist du's? Hyper, Hyper! Oh Mann. Der Hyperheiler. Jetzt habe ich alles. Jetzt habe ich alles gesehen. Und das Video mit Kiriko, das Animated Short von Kiriko. Ich hab's bestimmt schon 10-mal gesehen. Wenn's langt. Einmal auf Deutsch. Und es ist okay auf Deutsch. Aber auf Englisch ist es noch 100-mal geiler. Ich krieg keinen Schaden, er kriegt keinen Schaden. Genau, unsere Damage-Dealer müssen wir ein bisschen flankieren. Shit, ich hab zu lang verstärkt und Kiriko kam nicht durch.
Einmal Damage, Kiriko, komm. Aber wir machen uns gut nass. Ich glaube, wir bräuchten einen Reinhardt hier. Halt mal was um, du wirst hier doch geheilt. Aua. Alles von der Seele, hallo, hallo, hallo. Ja, ich hatte noch ein bisschen Handy-Probleme. Ich wollte eigentlich schon um 19 Uhr anfangen zu streamen. Dann habe ich noch ein Reel gebastelt privat. Und dann konnte ich das dann gescheit teilen. Und dann haben die Apps Trouble gemacht. Und dann habe ich erst um 9 Uhr den Stream angeschmissen oder so. Alles gut, Tom, gesehen. Kannst auch gerne im Lurk dabei sein. Mal gucken, also ich bin nur ein bisschen fit. Wahrscheinlich mal in der Overwatch noch irgendwas anderes. Vielleicht ein paar Runden Ziff, mal gucken. Okay. Da kommt der Feuerwehrwagen. Kommen wir da rein? Nein, ne? Nee, nee. Ist eine unsichtbare Wand. Ja, du musst auch... Wie bettelst du dich denn da hinten? Halt, ist die Tür zu. Ja. Nein, nein, nein. Ach ja, komm. Wie viele Ultis waren das denn gerade, die mich festgehalten haben? Ach, es war doppelter Ulti. Es war vom gleichen Helden, aber der doppelte Ulti. Weil die Ghost... Ah, ich glaube den Namen nicht. Wie heißt sie? Ghost ist falsch. Oh, schlechter Ulti gesetzt. Ja, weil sie sich halt klonen kann. Die schwebende... Also Roboterdame, so. Die kann sich halt klonen und das war doppelt mal der Ulti, da kam ich da halt nicht mehr raus. Kann meine Rotkäppchen da oben killen? Bevor sie den großen bösen Wolf ruft. Und ja, das ist der Rotkäppchen-Skin für, Ash. Oh, an den kam ich nicht ran. Mach mal Damage hier, komm. Aua. Ja, echt nervt. Konnte ich ihn wenigstens wiederbeleben. Ja, ich glaube, er müsste... Er ist wiedergekommen, ja. Er ist gerade wieder gestorben, aber er ist wiedergekommen. Das ist doch das Entscheidende.
War alle tot? Ja. Damage Mercy! Ich weiß, es ist eher an New York angelehnt und ist es natürlich auch, weil... Was mache ich denn da eigentlich? Ich weiß es nicht. Warum bin ich dir hinterher gesprungen? Ich weiß es nicht, es war dumm. Es war einfach dumm. Machen gleich noch eine gemütliche Runde, Ziff. 2, 3, 5, 6, 20 Millionen Runden. Wenn wir mit Japan, Europa weiter erobern. Nicht so hektisch wie hier. Oder Going Medieval, ja, mal gucken. So, jetzt pusht hier mal. Kommt. Mach den doch erstmal nass, der da unten ist. Oh Gott, ganz da hinten. Oh, da komme ich nicht hin. Oh, nee, 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 nee. Sag mal, was? Platt. Okay, ich versuche mein Bestes. Oh Gott, die sind alle wieder da unten und ich schwebe jetzt hier oben rum. Damage Mercy! Die war so low, da musste ich wechseln. Da komme ich nicht hin, aber das ist halt die Aufgabe von ihr, bitten zu nerven. Do something! Ach, schade. Ah, wir haben es zu zweit gemacht, aber Damage Mercy. Ja, ich mach noch was anderes. Ich mach nur kurz die Aufgaben von Overwatch 2, ne? Ich hab noch was anderes Raum der Seele. Bisschen wach bin ich noch. Pushen! Fährt das Feuerwehrauto in die Bahnstation. Aua. Ja, wir haben es gleich. Ja. Ja, habe eigentlich schon darauf gewartet, bis Hanzo mich wegsnipert. Ich bin extra in dem Auto ein bisschen hinhergeeiert. Dann hat er von der Seite flankiert. Das Ding ist halt, keiner hat gepusht gerade außer ich. Das war auch doof. Aber jetzt kommt natürlich die heiße Phase, ne? Ist klar. Komme ich jetzt auch so schnell nicht mehr hin. Achso, wir haben nur noch 20 Sekunden Zeit. What the fuck? Oh no, 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 no. Ne, das schaffen wir nicht mehr. Toll! Unsere eigene hat... Jetzt ran an den Speck! Kommt! Ich muss hier bleiben, dass die Verlängerung nicht abbricht. Sonst war es das. Nein! Shit. Aber ich hab's gehalten. Ich bin mit dem Ulti rein und so geschwebt. Die anderen wären nicht mehr rangekommen. Schade, 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 schade. Schade. Habe ich schon schade gesagt. Gegnerische Team war gut. Kannst du nichts sagen.
Wir haben uns gut genervt. Ja, diese Doppel-Ulti war super nervig. Von dem Klon auch noch. Da siehst du ja, wer alles an den Kills beteiligt war da. Alle. Bis auf einer. Sei es drum. Wir müssen mal kurz gucken. Habe ich nicht... Nee, ich habe entweder einen Teamkill oder wir müssen Arcade machen. 100 Eliminierungen mache ich heute nicht. Ursache 5000 Schaden mit Fähigkeiten. Ja, haha, mit welchen Fähigkeiten, wenn ich immer noch Heiler spielen darf? Und auch vor allem mit Fähigkeiten. Ja. Ich hoffe, dass wir jetzt einen Teamkill machen. Oh, nur Queen Street, da habe ich Bock drauf. Das ist auch was für Kiriko. Was habe ich denn heute für Teammember? Der heißt einfach mal Firlefanz. Was ist hier los? Wollt ihr mich veralbern? Nee. Firlefanz. Und MTV ist auch mit dabei. Genau, Mojito. Hallo, schön, dass du dich am Stream beteiligst. Ja. Firlefanz. Ich meine, cooler Name ist okay. Ich hätte halt nicht mit gerechnet, jemals mit einem Firlefanz zusammenzuspielen. Also, ich weiß, du hörst mich nicht, aber du hörst mich im Geiste. Auf geht's, Firlefanz. MTV, du bist zwar jetzt PayTV, aber du wirst trotzdem reisen. Dann haben wir noch dabei. Der Carlo 666, also der Teufel ist auf unserer Seite. Und der Nackbula. Allerhopp. Genau. Aber auch im Teufel-Outfit. So ein bisschen. Okay, also ich merke gerade, ich sollte mich als Heiler nicht mit einem Para anlegen. Das ist keine gute Idee. Das Ding ist, wir haben keinen Damage-Dealer. Der sich einer Fahrer gerade annehmen kann. Das ist genau das Problem. Da konnte ich gut mithelfen. Da konnte ich gerade mithelfen. Mit meinen Kunai. Oh ja. Ich bin dabei. Wie gesagt, wir haben halt eher Nahkampf-Damage-Dealer gerade. Wobei die DVA könnte. Ja. Sie tut's auch. Sehr gut. Ja, das Ding ist halt, es kümmert sich keiner um die Fahrer, weil wenn jemand haben, der sich um die Fahrer kümmert. Da müssen die Damage-Dealer wechseln. Die Damage-Dealer sind in der Pflicht. Ja. Ich hab's mal geschrieben. Weil das sind beides Nahkampf-Damage-Dealer. Relativ. Close Damage. Das ist das Problem. Wir brauchen jemanden, der sich um Fahrer kümmert. Tja, das, oh, ist dieser Hund. Das, Häuschen deines Vertrauens hilft. Let the Kitsune guide you!
Wenn der Fahrer gewechselt hat, dann... Okay. Was eigentlich dumm war. Damit haben sie gut genervt. Hm. Ich mag Overwatch. Bisschen Balancing noch, besserer Ingame-Shop und ich wäre richtig glücklich. Der hüpft ja aber auch rum, als gäbe es keinen Morgen, ey. Oh Gott. Oh, fies, wenn die DVA ihr Abwehrschild aufbaut, ne? Der Abwehrmechanismus. Man kann dir so viel ballern, wie er will. Oh, ich lasse euch da hinten alleine spielen. Oh no, 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 no. Die Kugel wird auch genervt, ja. Ein paar Helden kriegen echt ein bisschen Nerf ab, aber ich komme hier nicht raus. Vorsicht, hinter uns. Hinter uns. Kiriko ist es halt entscheidend, im richtigen Moment wegzuhüpfen auch, ne? Und nicht so weit vorne zu stehen, wenn der Nahkampf halt kommt, ne? Jetzt sind alle ziemlich geheilt, jetzt, ja, ich lieb's auch, wenn Tanks und DDDs manchmal selbst auf die Idee kommen, so. Okay, es ist gerade knapp, die Heiler sind gerade beschäftigt oder tot. Ich kann ja mal selbst gucken, ob ich Heilung finde. Finde ich immer wieder gut, wenn das die Leute machen. Ja, das sollte es gewesen sein. Schöne Runde. Leider kein Teamkill geschafft. Lass gucken, was ich jetzt mache. Der Vierlefant ist Reaper. Oh. Der Vierlefant, da geht er ab. Ja. Sehr gut, haben wir ja gewonnen. Das war ein heißer Tanz vom Vierlefant. So, haben wir die schlechten Wortwitze heute. Ich muss abbrechen. Einmal abgeschlossen. Also, ich muss dann noch eine machen für heute. 100 Eliminierungen, ja, als Heiler ist schwierig. Als Damage Dealer bist du ewig drin, bis du mal reinkommst. So, schließe 3 Spiele und lieb mal Arcade ab. Das könnten wir machen. 5000 Damage mit Fähigkeiten oder Teamkill. Ja, Teamkill ist halt passiert oder passiert nicht, ne? Wir gucken erstmal, was wir gekriegt haben. So einen komischen Anhänger, so Cyberpunk-mäßiger. Für die Waffen, an die Waffenanhänger hängen. Pfah, ich weiß nicht. Ja, ich habe den Fuchs, den könnte ich jetzt an jede Waffe hängen. Aber es baumelt da nur rum. Wozu? Ansonsten gibt's hier, ist noch ein Highlight-Intro, ne? Ja, wo ich auch schon gesagt habe, hätten wir das gebraucht. Besonders weil der Schuss fehlt am Schluss, aber das wäre vielleicht zu schreckhaft gewesen. Brauche ich diese Victory-Sieger-Pose von ihr? Nee. Brauche ich dieses Spray? Nee. Den Skin brauche ich eigentlich auch nicht, aber jetzt mache ich das Ding auch zu Ende. So. Wartet mal. Also, was haben wir denn für Arcade-Sachen, die wir heute machen können? Ist was Schönes dabei. Wechselt jeden Tag Hybridkarten. Lange Eroberung, aber nicht quick. Das zieht sonst so lange. Das ist auch Arcade, oder was? Ja, aber warum? Ich meine, das zieht sich auch. Wechselt jeden Tag. Was? Deathmatch gespielt. Ich habe irgendwie keinen Bock, aber ich muss. Oder wir gehen halt als Damage-Dealer rein und machen Damage mit unseren Fähigkeiten. Welche Fähigkeiten? Naja, wartet mal. Ich kann mich ja anmelden. Ja gut, da werde ich immer Tank. Ich kann sagen, ich will immer Schaden oder Tank sein. Komme ich als Tank rein. Immer. Immer. Aber der Tank hat Schaden mit seinen Fähigkeiten. Lass mich nochmal kurz gucken.
wie diese Herausforderung für heute heißt. Helden? Nein, Quatsch. Battle Pass. Der gute Battle Pass, hier. Und zwar verursache 5000 Schaden mit Fähigkeiten. Also müssen wir irgendeine Fähigkeit nutzen. Die wäre ja zum Beispiel die Raketen. Der Reinhard hätte nix. Ah, stimmt nicht. Der hat seine zwei Flammen, die er schießen kann. Damit kann man Schaden machen. Ist okay. Und sein Ulti. Die wäre ja auch. Okay. Also er hätte schon mal zwei Tanks, die ich gerne picke. Kommt, wir melden mal an. Und wenn Schaden ist, ja mein Gott, dann nehme ich das Soldier, pack den Ulti aus, I've got you in my sights. Und dann haben wir es mit einmal voll, wenn ich gut treffe. Ne? Was heißt gut treffen? Das ist ein Aimbot-Ulti. Ich brauche nur Gegner vor mir. Und darf nicht erschossen werden in der Zeit. Ah, ich bin Tank, oder? Natürlich bin ich Tank. Ging fast sogar schneller als Heiler, wobei Heiler dringender gesucht wird. Naja gut, also Esperanza-Angriff. Ich mag die VA grundsätzlich, aber ich glaube, hier wäre auch Reinhard die bessere Wahl. Ich weiß nicht, mit dem Hamlet habe ich auch ein, zwei, dreimal gespielt, der ist auch ganz witzig. Mit diesem Hamster in seiner Kugel. Wir gucken mal. Von dem bin ich ganz weg hier. Ne, Roadhog. Bin ich irgendwie ganz weg. Weiß nicht. Der hat so wenig Tankmöglichkeiten. Der hat nur Angriff. Ja klar, der kann sich x-mal heilen mit seiner komischen Frucht oder seinem Getränk oder seinem, ich glaube, es ist eher so eine Droge, die sich reinpfeift. Irgendwie sowas. Ja, kann er sich sehr oft heilen, sehr, sehr nervig, aber trotzdem. Viel, viel Damage wirklich blocken oder so, außer dass er es vielleicht frisst und dann stirbt. Ist nicht sehr hoch. Wo schießen die denn hin? Lass doch mal die Straße da in Ruhe. Hallo? Auf geht's. Da war ich noch nie wirklich gefühlt drin. Da haben wir schon mal einen tot. Boring. Da ist kein Heiler beim Tank. Der ist schon mal weg. Wo können wir noch mit ihm helfen? Hallo. Auch ein Heiler weniger. Aloho. Schade, aber ich habe mir so viel Damage gemacht, dass ich ihn hätte eigentlich wiederholen können, Roboter. Naja, gegen den Bastion mache ich nichts, ne? Das ist klar, aber. Und die Mercy nochmal nerven. Also. Ich komme, ich eile, ich fliege. Robot, sogar Ulti ready. Sehr schön. Leider nur einer. Nein, ich komme nicht weg. Und dringend wieder in meinen Anzug rein. Enemy turret's not gonna bother us anymore.
Das ist ein Fall für einen Hammer. Ah, schade. Ich könnte mal Heilung gebrauchen hier. Nein! Ja, ich war ziemlich weit vorne. Nicht so ohne Tank, Leute. Gibt's doch gar nicht. Nein. Oh, Leute. Wir rennen dauernd einzeln rein. Das ist doch Quatsch. Wenn ich dann komme, dann habe ich keinen Support mehr hinten dran. Das ist doch doof. Jetzt rennen sie schon wieder einzeln vor. Einer rennt irgendwie links rum, warum auch immer, aber die zu weit vorne sind. Von da wird das nichts, von da wird das nichts. Nein, 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 nein. Ja, und jetzt farmen sie uns da unten ab. So, das ist schon mal einer weniger. Nochmal auf Lucio hier. Holt ihr den? Ja, gut. Leute. Roboter pushen und so. Ist lange. Ah, wollte ich sagen. Nein, jetzt ist die Barrier down gegangen. Fuck it, sonst hätte der Ulti hätte nichts gemacht. Ich hätte die Barricade kurz loslassen müssen. Scheiße. Gott, rennt der schnell, der Roboter. Hallo?
dir mal Heilung, mein Freund. Hol dir mal Heilung, du Vorrel! Mein Gott, das gibt's doch gar nicht. Wie kann er denn mit rein? Ah. Bei so Mitspielern brauchst du keine Gegner. Gibt's doch gar nicht, ey. Kann leider nichts machen gerade ohne Schild. Boah. Nee, da ist so viel Damage. Wir hatten halt einen Damage-Dealer weniger, der sich darum kümmern können, weil der ist ja alleine gestorben. Wieso rennt der mit einem Fitzel-HP noch mit? Es waren links und rechts, waren immer wieder Gebäude, in die er hätte gehen können, um sich Heilung zu holen. Das meine ich halt, wenn du halt Damage-Dealer hast, die halt nicht gut sind. Ja, aber alle wollen sie immer Damage spielen. Ich meine, sie müssen es irgendwann lernen, aber... So, ich bleib hier drin und versuche die aufzuhalten. Oder nee, doch nicht. Das war nicht dich. Wer hat mich von hinten jetzt erschossen? Ah. Leute, haltet sie ab. Haltet sie ab. Wir haben am meisten gepusht. Haltet sie ab. Das verlieren wir jetzt nicht noch, oder? Hau ab, Junge! Das war's, oder? Weg da, hol sie weg! Ja! Schön! Schön! Ja, wahrscheinlich mit seinem Rad am Ende, hä? Hat er sich gerade in die Nüsse geschossen? Dann habe ich mich noch um den Turm gekümmert, er auch noch mit. Sie hat ihn noch wiedergeholt und ist dann oben drüber geschwebt und hat versucht zu halten, weil sie darf nicht weg. Hat gut gepasst. So, jetzt muss ich schnell gucken im Battle Pass, wie viel wir davon jetzt schon gemacht haben. Ja, mein Gott. Dann ist das halt so. Ne? Mit den Fähigkeiten. Dann ist das so. Kriegen wir schon noch irgendwie hin. Nutze ich die Zeit und antworte. Ja, bis wir hier im Match sind. Lasst mich. Da. 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 Now entering. Prepare your defenses. Select your hero. Verteidigung, King's Row. Ah ja, da habe ich schon mit DWA ganz geil verteidigt. Ja. Nerf this. Ich meine, eine koreanische StarCraft 2 E-Sportlerin, die hier in ihrem Kampfanzug, sind wir mal ehrlich, wenn das irgendeiner mal entwickelt, so einen kompakten, schnellen Kampfanzug,
Dann ist das kein Deutscher, dann ist das kein Amerikaner, dann ist das irgendwas aus dem asiatischen Bereich, ja. Korea, China, Japan, so irgendwie, die werden es sein. Machen wir uns nichts vor. Gibt zwar schon so ein paar, naja, was heißt leichte Prototypen, das sind dann eher so Anzüge, wo man sowieso auf Kängurubeinen läuft, stelzenmäßig, aber mit Sprungverstärkung, aber das ist ja kein Anzug so in dem Sinne, wie die wir hier hat. Ne? Okay, Winston ist fies. Der kann nämlich richtig hinten reinhüpfen und super nervig. Aber er wird nicht geheilt. Das ist der Vorteil gerade. Okay, da wo ich war, konnte ich nicht geheilt werden. Das war dumm. Ich war nicht viel besser als Winston. Mit dem Unterschied, dass ich aber noch lebe. Aber das Schild zählt nicht, um mich zu boosten, ne? Also es füllt sich die Anzeige immer wieder. Oh, jetzt bin ich tot. Ich hab's mit verkackt. Ich bin mit Schuld. Es war dumm. Es ist also entweder hältst du King's Row direkt am Anfang, super geil, oder du verlierst es recht zügig. Und dann blockst du halt die Mitte erstmal. Wir gucken mal. Aber das hab ich mit verkackt. Ich bin zu weit rein. Und da konnte ich nicht geheilt werden. Scheint auf jeden Fall kein Heiler irgendwie auf Winston zu sein. Aber ich stelle mich schon wieder so rein, dass ich geheilt werden kann, ne? Also. Da muss man auch den Fehler ganz klar bei sich suchen. Ne? Wenn man da mal drauf geht. Das ist immer so leicht, den Heiler in die Schuld zu geben. Keiner! Nein, da war noch Heilung weg. Ah. Ich habe mit meinem Ulti gerade nicht eingekillt? Really? War doch schön Press im Gang. Was machen denn die hier? Winston, das war ja mal super dumm. Mal von mir aus. Lass das Payload links liegen und stirb bei uns in der Base. Boring. Oh, schön. Nein! Oh, die mit ihrem Schlaf geht mir aber auf den Sack. Schon wieder ein Ulti ready. Ja, Reinhard wäre besser gewesen. Nur einer, aber immerhin.
Ich weiß schon, wann ich aufhören muss zu feuern. Kein Heiler bei mir oder so? Ja, jetzt kommt der andere noch mit seinem Ulti. Ja, alle Ultis. Wie viele Ultis möchten Sie zünden? Overwatch, ja. Ist klar. Ich gehe nochmal wechselnd auf Reinhard, aber ich glaube nicht mehr, dass es noch was wird. Ich hätte früher wechseln sollen. DBA war. War ich heute hier an der Stelle nicht ganz so glorreich. Loho. Viel Spaß mit meinem Hammer. Ach komm, das ist noch ein Gegner. Nein. Oh, die schläft mich immer so nervig ein. Oh, fuck. Das macht die echt gut in der Runde. Das macht die echt gut. Schade. Schade, aber ich war mit dran schuld. Na, du früher auf Reinhard wechseln sollen. Da hat den Skin schon, ja. Naja gut, der Battle Pass ist schon zeitlang raus, ne? Ach, deswegen klang der anders bei ihm, weil der, das haben sie gesagt, so ein, ist es ein mythischer Skin? Mythic Skin oder wie das heißt? Wartet mal, ein bisschen Zeit hier. Mythisch, ja. Die brauchen besonders Zeit zu entwickeln, weil sie aufwendiger sind. Ich meine, klar, wenn du einen Standard Skin nimmst und machst nur ein paar Farben anders, dauert das länger, als wenn du einen komplett vom Ground up entwickelst. Aber man sieht ja auch die Details, also es geht ja auch wirklich mehrere Schichten in den Arm, hier drunter ist modelliert und so Kram. Und wenn man noch andere Sprachausgabe hat, auch wenn die ein bisschen nur robotermäßig oder cybermäßiger dargestellt wird, muss das jemand bearbeiten, muss das jemand programmieren. Ne? Muss das jemand ja für das Spiel bereitstellen. Von daher verstehe ich das schon, dass das ein klein bisschen länger dauert, dass das jetzt nicht einfach mein Skin ist. Ja. Ist klar, wäre das vielleicht so ein geiler Roboterfuchs gewesen, dann wäre ich, aber das habe ich schon mal gesagt, ja. Es gibt für Genji die meisten Skins. Von allen. Ja, wir haben schon mal geguckt, ich glaube, es sind so paar 20 und für ihn gibt es 26. Also die anderen haben so 21, 22, er hat glaube ich 26 aktuell. Und dann machen sie ihm noch einen im Battle Pass. Also, ich weiß nicht, da muss irgendeiner der es entschieden hat, der muss absolut verliebt in diesen Charakter sein. Warum ist, wenn es für den jetzt 25 gibt, den 26. gibt? Und für alle anderen gibt es in der Regel so maximal 22, hatten wir es, ne? Ja, jetzt mal 23 oder so. 19 sogar nur für Symmetra. Warum hat man nicht den Held genommen? Naja gut, je kürzer die dabei sind, desto weniger Skins gibt es, ne? Kannst du so auch nicht sagen, ja? Also, Junker Queen ist ja recht neu, für die gibt es wenig Skins. Deswegen jetzt zu sagen, die kriegt auf jeden Fall den ersten mythischen, wäre natürlich auch Quatsch. Du musst auch einen Liebling nehmen, dass die Leute den unbedingt erspielen wollen. Ich verstehe das schon. Aber ich hätte dann einen der ältesten Helden, einen anderen genommen. Ja, also zum Beispiel ein Soldier. Der hat nur 21. Warum kriegt der keinen, ne? Und die Frage, die ich mir stelle, werden diese mythischen Skins alles Cyberpunk-mäßig? Denke ich nicht. Denke ich nicht. Ich denke, dass wir, die werden... ach, wird hier gar nicht angezeigt. Doch, hier. Hier, ne? Denke ich nicht. Ich denke nur, weil das halt zu ihm passt, gibt es ja halt hier einen Cyber-Demon-Skin. Ne? Aber ich hätte irgendeinen angenommen. Und Reinhard gibt es auch viele Skins im Verhältnis. Aber wirklich, so, ich hätte Winston einen gegeben. Der hat nur 18, der ist auch einer der ersten Helden. Ne? Also da wäre schon noch was drin gegeben. Wie sieht es mit Lucio aus? Ah, 22 ist noch relativ gut dabei. Mercy hat, glaube ich, auch viele, ja. Zenyatta auch einer der ersten Helden. Also da hätte man was machen können. Ich glaube, Brigitte kam auch erst ein bisschen später. Anna kam später, Baptiste auch. Moira auch. Gab, glaube ich, zu Anfang. Wie viele Helden gab es zu Anfang? 3 oder Heiler. Gab es nur 3 zu Anfang? Das ist gar nicht mehr. Watchpoint Gibraltar rettet mich.
Angriff. Okay. Orisa habe ich, glaube ich, noch gar nicht groß gespielt, seitdem es... habe ich einen besseren Skin? Oh, nehmen wir den Waldgeist, komm. Also so ein bisschen was, sehr wahrscheinlich von den Nachtelfen von World of Warcraft. So, was habe ich denn? Also, damit schmeiße ich einen Speer, der ist ziemlich böse. F1 sagt mir das nochmal genauer, ne? Energiespeer, schleudert einen Speer auf einen Gegner, ihn betäubt und zurückstößt. Effektiver, wenn der Gegner gegen eine Wand prallt. Klingt gut. Defensivprotokoll, gewährt vorübergehend Trefferpunkte, verringert den Schaden, macht dich unaufhaltbar. Verringert während der Dauerheiz, erzeugt die Hitze. Okay. Und der Speerwebel? Mit Projektile zerstört, Nahkampfangriffe blockt und dabei. Also wir haben zwei Sachen, die ein bisschen was blocken können. Okay. Testen wir mal. Wenn nicht, Reinhardt oder auch DVA ist schnell gewechselt, ne? 2, 1. Ha, ja, hab ich dreimal getroffen. Hallo? Er wird nicht geheilt. Warum auch immer. Über uns. Habt ihr sie? Nee. Geht mir auf den Sack. Ja, jetzt wollte ich so viel. Ich behalte noch mal ein bisschen. Ah, okay. Hat er mich von hinten... Ich habe halt nichts, um irgendwie schnell nach vorne zu kommen, ne? Was ich offensichtlich auch gerade nicht brauche, aber... Ja, mit dem Speer. Hallo Moira. Hallo Kiriko. Gar nicht so verkehrt, der Held. Wo willst du denn hin? Okay, wir müssen das Payload mitnehmen. Was tun wir eigentlich transportieren? Eine Satellitendrohne oder was? Irgendwas steht da drauf. Irgendeine Drohne. Wahrscheinlich die soll ins All geschossen werden oder so. Gott sei Dank. Okay, den Ulti habe ich scheiße gesetzt. Er lädt aber auch 100 Jahre auf. Hey, der hätte ich den früher starten können. Ja, mal gucken gleich. Ja, mein Team macht es auch ganz gut ohne mich. Teamkill, da ist der Teamkill. Da ist der Teamkill. Ich glaube, der zählt, oder? Ich war mit dabei. Dann haben wir doch 3 für heute. Der lebt ja als noch. Hab ich erwischt? Nee, aber der hat ja ewig überlebt. Da wollte ich ihn jetzt aber unbedingt haben, hat die Kugel nochmal setzen können, der Sack, dann wurde geheilt. Schade.
Ja, aber ich glaube, das sollten wir zügig durchkommen. Also, mein Team macht das hier ganz gut und ich kann den Held hier ein bisschen üben dabei. Weg hier! Hier tümpelt irgendwo noch eine Moira rum. Dieselt hier irgendwo rum. Hallo Moira! Ich habe ihn wieder reingeschubst. Bleib drin, komm. Es lohnt nicht, bleib drin. Bleib drin. Auch netter Held, muss ich auch öfter spielen. Orisa gleich heißt sie, glaube ich, ne? Wo denn hier? Senyata als Cthulhu. Schon fies. Ist das auch ein bisschen Aimbot mit dabei? Ich glaube, ja. Okay, Rolle wechseln. Das sollte es gewesen sein mit dem Battle Pass. Anerkennung. Das Team war gut. Er weiß gar nicht, wen ich alles anerkennen soll. Ja, und von mir aus da. Nein, alle gut. Genau. Also, da sind wir noch jetzt ein bisschen weitergekommen. Jetzt sind es noch zweimal Abende, vielleicht dreimal, ich gucke, aber ich glaube, ich würde dann, das wäre dann übermorgen, wenn ich jetzt morgen das auch nochmal auspacke und übermorgen, würde ich dann, glaube ich, sagen, komm, wenn wir jetzt hier sind, dann boxen wir den Rest durch. Ne? Dass ich dann erstmal Overwatch pausieren kann, bisschen was kommt, neue Season, Balancing Patch etc. Ne? Dann, aber gucken wir mal. Also zwei Abende wahrscheinlich noch werde ich machen, drei glaube ich nicht mehr, weil ne? Dann würde ich, glaube ich, lieber noch dranhängen, dass wir das dann in zwei Abenden dann wegkriegen. Macht mir trotz allem immer noch Spaß. Ja, so ein bisschen Bellingstone, wie gesagt, wäre noch ganz nett. Über die teuren Ingame-Shop-Preise, da regen sich ja gerade alle auf. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal erwähnen. Das ist aktuell Fakt. Vielleicht ändern sie das irgendwann, ich will es hoffen. Ja, im Streamlab dabei ich mal noch was anderes, aber für Overwatch ist an dieser Stelle hier Schluss. Deswegen für alle, die das hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.